Hallo ihr Lieben, seid auch heute wieder ganz herzlich willkommen geheißen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Schön, dass ihr dabei seid. Vorgestern am Montag, da habe ich nach langer Zeit mal wieder eine Motorradtour gemacht, eine richtige. Naja, ich mit dem Motorroller, aber trotzdem. Schon lange hatte ich das mit einem Freund ausgemacht, dass wir das machen. Und dann kam der Montagmorgen, nur noch schnell habe ich ein paar Dinge im Büro gemacht und bin dann mit schlechtem Gewissen losgefahren. So vieles wäre noch zu machen. Ich sollte doch und überhaupt, angesichts all dessen, was da noch zu tun ist, ich kann es mir doch gar nicht leisten, einen ganzen Tag gar nichts zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt verstehen könnt. Bei mir ist es halt so. Und ich kann auch nicht so richtig raus aus meiner Haut. Richtig schlimm ist dann geworden, als ein engagierter Mitarbeiter kam und an den Kirchenbänken weitergearbeitet hat. Die sind ja jetzt raus und die Bankpodeste mussten weg und jetzt muss der Boden neu verlegt werden. Ich glaube, er war ganz froh, dass er mal in Ruhe ohne mich arbeiten kann. Aber ich bin ziemlich angespannt losgefahren. Zuerst mal an den Kaiserstuhl, von dort wollten wir uns treffen. Und ich konnte die ersten Stunden überhaupt nicht loslassen. Die Gedanken kreisten, die Anspannung, das schlechte Gefühl wollten einfach nicht gehen. Und dann ist es richtig schön geworden. Es hat mir so gut getan, einfach mal mit meinem Freund zu fahren. Er hatte eine tolle Tour durch die Vogesen geplant und ich bin so viele Kurven gefahren wie sonst das ganze Jahr nicht. Auch die Pausen taten gut, so ganz entspannt und ungezwungen zu reden. Ich habe selber gestaunt, wie entspannt ich plötzlich war. All das, was mir Druck gemacht hat, war auf einmal weg. Ich konnte loslassen, konnte den Tag genießen. Und als ich abends zurückgefahren bin, war eine ganz große Freude und eine neue Kraft in mir. Natürlich weiß ich theoretisch schon sehr lang, wie gut und wichtig und notwendig es ist, immer mal wieder rauszukommen aus dem Hamsterrad der Arbeit und der Verpflichtungen. Ich habe das anderen auch schon oft gepredigt. Und ich weiß auch, dass Gott uns deshalb den Sonntag geschenkt hat und dass es ein heilsames Gebot ist, auch auszuruhen. Und mir fällt auch gleich die Bibelstelle aus Markus 6, Vers 31 ein, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Aber in der Praxis fällt es mir halt trotzdem immer wieder schwer, loszulassen. Ich krieg's vielleicht hin, tatsächlich mal wegzugehen und die Arbeit zu lassen, aber sie auch im Kopf loszulassen, das finde ich ganz schön schwierig. Da kommen dann so Gedanken wie, was hätte ich in der Zeit nicht alles andere noch machen können? Und es braucht manchmal sowas wie die Motorradtour, um wirklich abschalten und genießen zu können. In diese Situation hinein kam ja ein Bibelwort, ein Satz, des alttestamentlichen Propheten Habakuk, Kapitel 3, Vers 18. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Ich will mich freuen. Habakuk wusste sicher auch, dass man Freude nicht befehlen kann. Aber man kann ihr die Tür aufmachen. Ein Kollege hat es mal so nett gesagt, jetzt wird sich gefreut. Und egal wie groß der Trubel war, wie viel zu tun war, am Samstagnachmittag galt bei ihm, jetzt wird sich gefreut. Und dann wurde was Schönes unternommen. Der Freude die Herzenstür aufmachen. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Ich habe diesen Satz sehr lange, sehr theologisch verstanden. Sich freuen über die großen Dinge des Glaubens, das Heil, die Vergebung, die Nähe Gottes. Diesmal habe ich entdeckt, dass ich mich auch freuen darf über die kleinen Dinge. Ich darf erleben, wie heilsam so ein freier Tag ist. Wie gut es tut, mal durchzuatmen und die Last des Alltags abzusetzen. Wenn ich mich des Herrn freue, dann tue ich das dadurch, dass ich das alles als Geschenk Gottes an mich sehe. Ich will mich freuen. Nein, machen kann ich die Freude nicht, aber ihr die Tür aufmachen, das kann ich. Ich kann mich entscheiden. Will ich dem Raum geben, das so schnell in mir aufsteigen will, dem Ärger, der Griesgrämigkeit, dem Neid? Oder will ich mich öffnen und entdecken, was Gott mir schenkt?
und die Freude darüber reinlassen. Der Liederdichter des Gesangbuchlieds »Wie lieblich ist der Maien«, Nummer 501, betet darum: »Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein.« Und Paulus sagt der Gemeinde in Philippi so oft, dass er selber merkt, wie er sich wiederholt: »Freut euch!« Ich will mich freuen über die schöne Motorradtour und die guten Begegnungen. Ich will mich freuen an dem Guten, das ich heute erlebe, übrigens auch bei der Arbeit. Es gelingt mir zumindest nicht immer. Aber der Gedanke, dass ich der Freude eine Tür aufmachen kann, der begeistert mich. Und wenn es gerade nicht so gut gelingt, dann will ich mir merken, jetzt wird sich gefreut. Bleibt behütet und im Frieden Gottes. Bis zu neuen Zuversichtsgedanken am kommenden Mittwoch. Seid gesegnet. Euer Siegfried Weber. Und jetzt fahre ich noch eine Runde.